Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Hogwarts Legacy Let's Play Hufflepuff Edition. Wir haben ja letztes Mal die Sebastian Quest begonnen und wir befinden uns jetzt in diesem versteckten Bereich, den auch Salazar Slytherin anscheinend erschaffen hat und von denen auch nur die Familie Gaunt wusste. Deswegen haben wir auch Ominous im Schlepptau und Sebastian natürlich auch. Und in dieser Folge werden wir den ersten unverzeihlichen Fluch lernen. Ich habe vorher noch keinen gelernt, weil ich in meinem letzten Let's Play, wo ich in Ravenclaw gespielt habe, keinen dieser Flüche gelernt habe, weil ich eine absolut gutherzige Hexe gespielt habe. Das ist ja hier in der Hufflepuff Edition anders und deswegen lernen wir heute unseren unverzeihlichen Fluch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Part. Wir legen los. Let's go! Sada, jetzt habe ich hier auch wieder mal eine angenehme Größe. Mir ist aufgefallen, dass ich im letzten Part ein bisschen klein war hier. So, aber wir sind jetzt hier und wir müssen das natürlich jetzt entschlüsseln, wie wir wo reinkommen. Konzentration gefragt. Das hat Tante Noctua auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Ach so. Symbole? Ach, das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Hat mich die Schlange gerade angesprungen? Okay, da ist das Symbol. Ja, ich habe es vorher nicht gesehen. Rund und Schlange. Okay. Rund. Schlange. Sada. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Jep. Aber ich brauche ein bisschen Licht. Das hatte ich auch gerade vor. Aber du warst schneller. Klar, Sebastian. Alles klar, red dir das nur weiter ein. Boah, hier hört man auch die ganze Zeit dieses Flüstern. Incendio. So, da ist auch so ein Symbol, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das drehen muss. Oh, drei. Ich habe die zwei noch gar nicht gefunden. Ich bin an den Rad gescheitert und es hat nach einem Gesicht, meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Also das ist ja Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb hatte ich sie von allen am liebsten. Ja, ich glaube, dass sie das auch gerade für Ominous tun wollte, weil sie gemerkt hat, wie schwer Ominous das Ganze fällt. Weil er musste ja, also er wurde von seiner Familie gezwungen, dass er den Cruciatus-Fluch an jemanden ausübt. Und er wollte das natürlich nicht, er hat sich gewehrt. Und dann haben sie daraufhin den Cruciatus-Fluch an ihm selber angewandt, so als Strafe sozusagen. Also ganz schlimm. Das ist die 2. Salazar Slytherin hat ein Skriptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Herausforderung für Herausforderung. Werde ich es hier hindurch schaffen, Noctua Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Ja, man fühlt sich hier aber auch nicht recht willkommen. So, was ist denn hier das Symbol? Okay. Ja, dieser Kopf und das quadratische Symbol. Noch ein Tor. Slytherin hat wohl keine Spielchen. Hm. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden. Kopf. Das. So, das zweite Tor. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Und da hinten wäre noch eins. Okay, das ist dann da wahrscheinlich für hier. 4 von 5. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unseren Hausgründer entdecken.
Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was uns aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher, Noctua Gaunt. Noctua so erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Das so wahr ist. Der Teil gefällt mir nicht. Okay. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Pyramide und Fisch. Okay. Gehe ich da wieder zurück? Wartet aber auf mich dann, Boys. Also nicht allein reingehen. Hä? Okay. Noch eins. Nicht gerade gastfreundlich, was? Dreieck und Fisch. Gute Arbeit. Wir sind dem Skriptorium einen Schritt näher. Da ist ein Raum. Es hört sich auf jeden Fall an, irgendwie passt. Ich habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Ja. Oh je. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Das Tor ist zu. Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Und hier? Wer ist hier? Oh nein. Oh Gott, dieser Schrei. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirklich wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. Mit meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt allein nach mir? Führt ihn das nur ebenfalls an den Tod? Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht in Streit auseinandergegangen, Noctua Gaunt. Aber er ist auch nie gekommen. Er hat nie wirklich nach ihr gesucht und ist nie hierhin gekommen, um ihr zu helfen. Und Noctuas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Ja. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Amenes, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Du weißt es? Du meintest, du weißt, was zu tun ist? Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Wird du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Ich frage ihn. Ich rede mit ihm. Auf dich scheint er ja nicht gut zu sprechen zu sein. Gut. Tu, was nur du tun kannst. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Das hätte alles nicht sein müssen. Ah, ich hätte Sebastian fragen lassen sollen. Ominous, ich dachte nicht, dass wir in so einer Zwickmühle landen würden. Salazar Slytherin schon. Er ist für viele unvorstellbare Dinge verantwortlich. Ich habe dich und Sebastian gehört. Ich werde es nicht tun. Der Cruciatus-Fluch ist pure Folter. Das weiß ich. Sebastian hat mir erzählt, was dir als Kind passiert ist. Klingt, als hättest du keine Wahl gehabt. Ich hätte wissen müssen, dass er dir sagt. Und man hat immer eine Wahl. Ich bin so schuldig wie der Rest meiner Familie. Naja. Unverzeihliche Flüche funktionieren nur, wenn man es wirklich will. Ich wollte diesen Schmerz zufügen und das werde ich mir niemals verzeihen können. Seinetwegen habe ich keine Familie mehr. Du und Sebastian werdet eine andere Lösung finden müssen. Und das werden wir. Wenn du Crucio wirkst, wirst du es ewig bereuen. Aber das macht uns hier eigentlich nichts. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich. Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt es kommt immer darauf an, will man überleben oder nicht. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctua Gaunt enden.
Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Wir haben jetzt die Entscheidung darüber, ob wir den Fluch lernen, anwenden wollen oder lernen und nicht anwenden wollen oder nicht lernen und gar nicht anwenden. In meinem ersten Let's Play habe ich natürlich alles verneint, ich will das nicht machen und wende ihn auch an mich an. Hier werden wir das komplette Gegenteil machen. Also, ich habe hier, na gut, ich will den Cruciatus-Fluch nicht lernen. Ich will den Cruciatus-Fluch lernen, aber du musst ihn an mir ausführen. Bring mir den Cruciatus-Fluch bei und ich führe ihn an dir aus. Und das ist tatsächlich auch das, was ich machen möchte. Weil ich habe gesehen, als ich schon mit dem Cruciatus-Fluch angegriffen worden bin, aber ich habe noch nicht gesehen, dass ich den an Sebastian anwende und ich möchte das sehen. Auch wenn es derb krass ist, aber ich möchte es sehen und ich glaube, ihr auch, weil die meisten, denke ich mal, auch nicht diese Antwortmöglichkeit gewählt haben. Also die meisten von euch, die auch so gutherzig sind wie ich, haben das nicht gewählt. Außer aus Interesse. Und das machen wir ja jetzt. Also bringen wir den Cruciatus-Fluch bei und ich führe ihn an dir aus. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich, Crucio, halte so lange durch, wie du kannst. Ui. Oh mein Gott. Oh, der ist ja schwierig zu lernen, ey. Y-A-X. Okay. Boah. Okay. Crucio, wir haben ihn gelernt. Den ersten unverzeihlichen Fluch. Oh Gott. Bereit? Bereit. Crucio! Eieiei. Alles in Ordnung? Der Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Ja. Wir sind hier. Unfassbar. Und da ist das Buch. Sebastian, Ominous, hier drüben ist dein Buch. Hast du was gefunden? Revelio. Ich wollte eigentlich Revelio klicken. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Was ist mit dir, Ominous? So, da ist die Seite. Wieso läuft Ominous herum? Komischer Kauz. Ich wollte das gerade nicht klicken mit dem Mega-Power-Trank. Das war unabsichtlich. Aber ja, wir haben den Cruciatus-Fluch an Sebastian gewirkt. Das ist krass. Okay, da ist noch ein Zettel. Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss. Aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, dass ich meinen Unmut über seine Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht ausgesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde die Kreatur in ihre Kammer in Tiefschlaf versetzen, bis sie von jemandem erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtfertig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Ja, dieses Monster, von dem hier die Rede ist, diese Kreatur, ist der Basilisk. Ja. Aber es wurde ja schon vermutet, dass man die Kammer des Schreckens hier auch finden kann. Wo?
Da muss ich mal unbedingt gucken. Und jetzt trinken wir mal jahrhundertealten, weiß nicht was, Blubbersaft, ich weiß es nicht. Prost. Oh, es klappt gar nicht. Es backt. Oh, es war ein Bug. Man hat doch das Schlürfen gehört, aber sonst nichts. Okay, ansonsten ist hier drinnen gar nichts, leider. Oh, das ist wieder da. Klappt's jetzt? Ah, jetzt. Na, seht ihr. Lecker. Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre. Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue, es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Hm. Atemberaubend. Revelio! Okay, aber das will gehen. Aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Aber ohne dich auch nicht. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Ach, Ominous. Oh je. Ja, ich habe hier alles, was ich finden kann. Also werden wir hier... Kerker von Slytherin. Wir werden rausgehen. Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Oh, ciao. Ich gehe dann mal alleine. Ja, dahinter hätte man auch einfach reingehen können. Mit Bombarda. Deine Tante. Ja, easy Sebastian, gegangen. Bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. No. Armer Ominous. Aber an die Bitte können wir uns leider gar nicht halten, weil ich kann den jetzt und es gibt kein Zurück mehr. Also, yes. Ich habe mir, glaube ich, auch Punkte aufgehoben. Talentpunkte, um die jetzt dafür auszugeben. Ja, genau. Dunkle Künste. Und da können wir jetzt endlich loslegen. Stupor hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Okay, also wenn wir... Das brauchen wir eigentlich echt. Ja. Habe ich das schon? Ach, das habe ich schon gelernt. Ups. Das habe ich ja eh schon. Ach, da ist es. Crucio-Beherrschung. Ein Treffer gegen einen Gegner, der mit Crucio verflucht wurde, setzt ein Geschoss frei, das einen Gegner in der Nähe verflucht. Mega gut. Hier haben wir dann noch Verlangsamungsfluch. Arrest und Momentum hat auf Gegner denselben Effekt wie ein Fluch. Verfluchte Gegner erleiden erhöhten Schaden. Und hier ein Flucheffekt haftet länger an einem Gegner. Das können wir auch gerne machen. Und das auch. Ich will eigentlich die ganze Karte haben hier, also ist ja alles gut. So. Okay. Dann hätte ich gesagt, nutzen wir jetzt ein bisschen Zeit, um in den Raum der Wünsche zu gehen und ein bisschen mehr Effort in die Ausrüstung zu stecken. Weil ihr wisst ja, die Kämpfe werden nicht einfacher und ich habe jetzt noch nicht so viel Stats hier. Also die sind noch nicht hoch. Und das gehört auf jeden Fall noch geändert. Und hier habe ich auch wieder neues Zeug gefunden. Und ich möchte meine Kleidung auch verbessern. Also wenn Winter wird, ist der schon gar nicht schlecht. Und vielleicht werden wir uns jetzt auch anfangen, ein bisschen dunkler zu verkleiden. Weil wir gehen ja jetzt schön langsam immer weiter in die dunklere... Ja, in die dunklere Seite. Auf die dunklere Seite. Schön langsam. Step für Step. Okay. Da haben wir auch das. Das ist auch fesch. Das ist ja auch cool. Aber das auch. Vor allem auch mit der Hose und den Schuhen. Ui. Oh.
Ja, aber wir bleiben jetzt, glaube ich, noch in dem Outfit. Ja, bleiben noch in dem Outfit. So, dann haben wir hier noch die Brille. Und dem können wir ja mit Hilfe von dieser einen, wie nennt man die Dinger nochmal? Webstühle? Webstühle? Ja. Da kann man die ja auch noch bestärken, also die Outfits. Dafür brauche ich aber Tiere. Jetzt gehen wir einfach da mal hin. Dafür brauche ich nämlich ein paar tierische Wesen. Aber das kann ich ja jetzt schon, soweit ich weiß. Ein paar kann ich da ja schon fangen. Raum der Wünsche. Und wir haben ja auch schon welche. So, genau. Die sammle ich auch wieder alle ein. Natürlich. So, da ist ja auch der Webstuhl. Ja, Dick. Und die leuchteten Sachen, die habe ich ja an. So, dann können wir hier Verbesserungen anzeigen. Da verbessern wir direkt mal. Weiter verbessern kann ich nicht, da brauche ich Fupa dafür. Okay, gut zu wissen schon mal. Fupa habe ich nämlich noch gar nicht. So. Brauche ich auch Fupa. Okay, da kann ich so. Und jetzt brauche ich Fupa. Okay. Gut, was brauche ich für die Sachen? Okay, da habe ich auch noch nicht viel entdeckt. Das macht vielleicht noch gar nicht so viel Sinn. Da sollte ich auf jeden Fall noch mehr entdecken können. Vor allem auch, gibt es das auch für Flüche? Unverzeihlich, deutlich erhöhter Schaden gegen verfluchte Ziele. Ja, gibt es tatsächlich. Okay. Gut, dann macht das jetzt noch nicht so viel Sinn. Aber wir könnten eigentlich Fupern suchen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Platz ich da drin noch habe, aber sonst muss ich welche entfernen. Aber... Ja, Dick, ich habe jetzt noch keine Zeit. Aber, soweit ich weiß, habe ich ja Mondkälber. Oh, stimmt, ich habe die ja mitgenommen. Oh je. Stimmt. So. Mal beschwören hier. Ach so, die gehören ja gepflegt. Ja, klar. Mhm. So, dann beschwöre ich das andere auch. Das brauche ich auch für die Verbesserung. Und gefüttert. Dann kriege ich nämlich wieder Fell. Du bist doch schon gefüttert. Ach so, habe ich das dem Knuddelmuff gegeben. Okay. Genau, so kriege ich nämlich wieder Fell. Gut. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo es Fupa gegeben hat. Aber müsste man ja eigentlich sogar sehen. Oder? Nicht, wenn man das nicht erkundet hat. Okay, dann werde ich kurz mal nachgucken. Okay, angeblich sollen sich die Fupa direkt hier in der Nähe von Schloss Rookwood, wo ja auch die zweite Prüfung stattfindet, befinden. Das ist eigentlich gar nicht so unpraktisch, weil das ist ja auch unsere nächste Quest. Ja, gerne. Also wir reisen dahin und gucken mal, ob wir Fupa finden und einfangen können. Genau. So, dann muss ich, glaube ich, dahin, oder? Blicke ich richtig? Ja, so ungefähr. Gut. Irgendwo da muss ich hin. Ja. Das ist ja das Schloss Rookwood. Revelio. Oh, da sind sie. Ja. Okay, gefunden. Ging ja schnell. So, dann machen wir Levioso. Magst du Schmerzen? Oh, bitte. Jetzt nicht.
So. Wo seid ihr denn? Nein. Ich glaube, ich sollte mich unsichtbar machen. Ja, das wird zu schwierig. Kein Grund zur Aufregung. Ich tue dir nichts. Das ist zu schwierig. Da muss ich warten, bis die sitzen. Oh Mann. Das Fangen ist manchmal richtig tricky. Okay. Ja. Yes. Jetzt ist alles gut. Okay, war das jetzt ein Männchen oder ein Weibchen? Ich weiß es wieder nicht. Ich habe wieder mal nicht nachgeguckt. Aber ich kann ja nachgucken im Inventar. Das war ein Männchen. Okay, fürs Züchten brauche ich dann natürlich noch ein Weibchen. So. Ah, das ist auch ein Männchen, aber das ist sehr hübsch. Ich glaube, ich nehme dich auch mit. Ah! Nicht abhauen. So, dann fangen wir halt drei. Das glaubt Professor Howe nie. Bräuchte noch ein Weibchen. Nee, ist auch ein Männchen. Was bist du? Oh, ein Männchen. Hä? Gibt's hier keine Weibchen? Doch, ich habe doch gerade noch welche gesehen, oder? Aber jetzt sind hier generell nur mehr zwei. Hab ich mich verguckt? Habe ich doch Weibchen gefangen? Nee, zwei Männchen. Naja, dann muss ich es jetzt erstmal bei den zwei Männchen belassen und kann dann nicht züchten. Aber gut. Dann ist es halt erstmal so. Kann man ja nichts machen. So, da. Dann setzen wir die ein. Und dann kann ich gleich nochmal verbessern, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Material ich brauche. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie können. Oh ja, Dick. Ich weiß schon, was kommt. Die nächste Aufgabe mag ich gar nicht. So, da. Gut, dann schaue ich mal, ob ich überhaupt noch Platz für die habe. Ja, doch, die dürfen noch raus. Okay. Wartet mal, ich fütte euch gleich. Kommst du mal her? So. Futter, bitteschön. Und du wirst noch gestreichelt. Perfekt. Und sammeln. Drei auf einmal direkt. So, und ihr seid eh noch nicht bereit, oder? Nee, das braucht noch 20 Minuten. Okay. Gut, dann haben wir das. Ich guck mal, ob ich direkt weiter verbessern kann. Natürlich brauche ich das dann, wenn ich bessere Ausrüstung finde, was ich ja wahrscheinlich sehr bald finden werde, wieder. Diek. Aber ihr seht schon, 2 und 1, das geht eigentlich voll klar. Das sammelt man ja schnell wieder ein. Hauptsache, jetzt ist es mal fresh. Aller guten Dinge sind 3, verbessere einen Ausrüstungsgegenstand 3-mal. Das habe ich in meiner Let's Play anscheinend noch nie gemacht, weil ich noch gar kein Achievement hatte.
Naja. Gut, das haben wir erledigt. Und dann geht's los zur zweiten Prüfung. Wir fangen jetzt direkt mal an mit der Quest. Fertig werden wir nicht in der heutigen Folge, weil das ja wieder eine längere Aufgabe ist. Aber dann fangen wir zumindest schon mal an. Genau. Das verlorene Kind. Ach ja, stimmt, Nati. Natis Quest. Aber die steht jetzt nicht im Fokus. Das ist nicht das, was ich tun möchte. So, Weltkarte. Und dann teleportieren wir uns direkt. Oh, nee, eine Sekunde noch. Hier die Tränke werde ich noch einsammeln. Das ist ganz wichtig. Horklumpsaft habe ich keinen mehr. Das ist natürlich blöd, weil den kann man nicht ansetzen. Und ich muss mir auch den Kessel besorgen, damit ich einen zufälligen Trank immer bekomme. Das ist hier ja auch ganz hilfreich. So, Sumpfkatlerzungen brauche ich auch wieder. So. Und dann können wir ja jetzt zum ersten Mal, zum allerersten Mal den Fluch ausprobieren im Kampf. Uff, 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 uff. Das wird wild. Bin aber auch gespannt. Es ist aber auch... Also, ich bin gespannt, ob Professor Fig irgendwie was sagen wird, wenn ich den Fluch verwende im Kampf. Weil normalerweise müsste ihn das ja vollkommen schockieren. Versuche es mir nicht allzu einfach zu machen. Na, jetzt haben uns alle entdeckt. Oh, nee. Oh, Mann. Du hast keine Chance. Okay. Professor Fig ist nicht da. Okay, das macht einiges einfacher. Und ein Toilettenpunkt bekommen. Sehr gut. Okay, die anderen haben uns eh wieder vergessen. Dann hole ich mir jetzt Professor Fig her. Das wird heftig mit allen dreien. Hier drüben. Oh mein Gott. Das wird ja richtig wild. Was ist hier los? Professor Rookwood hatte recht. Hier wimmelt es von Victor Rookwoods Handlangern und Renrocks Anhängern. Sie machen gemeinsame Sache, aber sie mögen sich eigentlich nicht. Sie werden mir wohl zustimmen, dass wir einen anderen Weg hineinfinden müssen. Gehen wir. Okay. Folter einen brennenden Gegner. Da bist du ja. Ich habe keinen Bock, da zu warten. Oh mein Gott, also er sagt nichts. Er sagt nichts. Okay. Naja. Ja, anderer Weg reinfinden. Ich sehe das gerade nicht so. Ich will hier alles erledigen. Nicht leise. Das schlägt eine. Oh mein Gott. Die können ja nicht mal richtig gucken, was gerade passiert ist. Und er steht daneben und sagt gar nichts. Okay. Alles klar. Renrocks Rebellion hält niemand auf. Okay. Okay. Ja, ich werde halt keinen anderen mehr nehmen. Okay, ciao. Da oben, da kommen wir. Ja, sie haben recht. Ich hab's auch gesehen. Revelio.
Hat da gerade jemand gegähnt? So, komme ich da hoch? Ah, nee. Ja, so nicht. So nicht, ja, sie, so nicht. So, was war denn hier noch drin? Expelliarmus, oder? Expelliarmus und Akio brauche ich auch wieder. Akio! Wingardium Leviosa! Tja, genau. So sieht's nicht richtig aus. Können Sie mal ein bisschen weggehen? Also. So. Okay. Auch okay. Kommen Sie? Soll ich Ihnen helfen? Okay. Ich lasse mal ein bisschen Zeit vergehen. Okay. Wenn wird schon. Ich gewusst hätte, dass du das halbe Land umgreifst. Ich müsste nicht rumgraben, wenn du mir endlich das Kind bringen würdest. Wir bräuchten das Kind nicht, wenn du keinen Drachen geschickt hättest, um den Behälter zu holen, für den ich dem Ministerium zahllose Gefallen getan habe. Du hast sie einsteigen lassen. Meine Möglichkeiten waren beschränkt. Das war der Moment mit Spaghetti zum Abendessen. Außer meiner Reichweite. Das war der Moment, oder? Ich glaube schon. Ich habe dich das Haus meiner Familie untertunneln lassen. Mich lassen? Du bist hier, weil du von einem Hüter abstammst und in Zukunft eventuell irgendwann von Wert sein könntest. Wir hatten uns geeinigt. Ich teile die Macht mit dir, die ich gefunden habe, und du findest die noch verborgenen Magievorräte. Also, wenn du keine weitere Demonstration meiner Macht sehen möchtest, einer Macht, die du selbst begehrst, bring mir das Kind. Solche Drohungen. Wir wussten, dass sie hinter ihnen her sind, aber jetzt wissen wir, dass sie Speicher der Magie suchen. Und Renrock weiß von den Hütern. Ja, das habe ich auch gehört. Professor Rookwood sagte, dass sie nach der nächsten Prüfung mehr verstehen werden. Gehen wir in das Schloss. Rein da! Oh! Soll ich deiner Mutter noch was übermitteln? Ich hab doch gesagt, Spaghetti zum Abendessen! Eieieiei. Oh, das war ein bisschen zu spät. Boah, ich dachte, das geht auf Professor Fig. Oh mein Gott. Das sah so aus, als würde das auf ihn gehen. Oha. Lass doch den alten Mann ruhen. Sind eh schon alle verflucht worden von mir. Ach du! Boah, ich denke immer, das geht auf Professor Fig. Weil die so knapp... Oh, explodiert. Aber ganz ehrlich, ist Crucio so viel schlimmer oder Avada Kedavra so viel schlimmer, als den dann hier so explodieren zu lassen? Ich weiß ja nicht. Oder verbrennen? Mein Töten tue ich sie ja. Ohne Avada Kedavra oder mit. Wisst ihr, was ich meine? Fragen über Fragen, die ich mir stelle. Kontrolle 1. Okay, jetzt finde ich wieder solche Dinger. Das ist gut. So, wo muss ich denn hin? Da hoch. Was haben wir denn da? Er sagt wirklich gar nichts dazu. Er sieht es ja. Er merkt... Oh, die spielen Schach. Er merkt ja, dass ich das Ganze hier anwende.
Wer sagt halt nichts? Das machen sie aber mal nach. Oha, voll gut aus dem Stand. Professor Fick, Gratulation. Applaus, Applaus. Also mit ihrem Alter möchte ich das auch noch können. So, ich habe keine Ahnung, da hinten geht's rein. Runter da. Jetzt auch so einen schönen Sprung? Wo ist er jetzt? Hä? Oh mein Gott. Und da sagt noch einer, Hogwarts Legacy hätte keine Jumpscares. So. Wie komme ich da hoch? Rein ins Schloss, oder? Kann nicht da rein. Ich habe das Spiel schon mal gespielt und peis trotzdem nicht, wo es reingeht. Oh Mann, das ist so mies. Revelio. Da ist ein Tor. Oh, da ist noch eine Kiste. Oh nein, ich hätte sie fast übersehen. Das wäre nicht gut gewesen. Und da ist noch eine. Oh mein Gott. Muss schon ein bisschen aufpassen. Ein bisschen genauer schauen. So, wo geht's jetzt rein? Hier. Nee, das ist ja der Ausgang. Wo geht's rein, rein, rein? Ich will rein, rein, rein. Wo geht's rein? Da! Mann, bin ich dumm. Bin einfach in die verkehrte Seite gelaufen. So, bald werden wir die zweite Prüfung machen. Aber erst im nächsten Part. Dieser Part ist hiermit zu Ende. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben den ersten unverzeihlichen Fluch gelernt. Wir haben Sebastians Quest weitergemacht. Die zweite Prüfung beginnen wir jetzt. Und ja, es hat sich einiges getan in diesem Part. Professor Fick sagt nichts zu unseren Künsten der schwarzen Magie. Aber ja, so ist das halt. Wie soll der auch? Er kann mir ja das jetzt nicht verbieten, jetzt wo ich es mache. Und ich spiele ja hier so eine wichtige Rolle. Aber gut, er ignoriert das gekonnt. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Nächstes Mal geht's dann weiter. Wir sehen uns. Bis dann und ciao!